Ja, hallo Leute, ein neues Video von mir. Und heute habe ich euch was mitgebracht. Ich habe einen spontanen Kurzurlaub in Ägypten gemacht und habe mir dann den Masaya dort am Flughafen gekauft. In der Sorte Granatapfel. Ich mach den mal auf. So sieht das Ganze aus. Jetzt habe ich hier auch schon einiges auf mich verschüttet. Na. Ist ein relativ grober Schnitt, heller Tabak, feucht. Die Blattadern sind alle mit dabei. Und ja, in Deutschland kostet der Tabak für 200 Gramm 14,90 Euro. Das ist 15 Euro. Ich habe bezahlt sagenhafte 4 Dollar. Was? Ja, leider darf man ja nicht so viel mitnehmen. Hab da so ein bisschen Angst vor Zoll und so ein Kram. Aber habe mir was mitgenommen. Ja, wie gesagt, 4 Dollar. Das sind Preise, die wir uns natürlich hier auch wünschen, ja. Wäre ein bisschen besser, ja. Da kannst du hier ein Kilo holen, ne? Und hast 12 Dollar bezahlt. Ja, das ist noch weniger, als wenn ich eine Dose davon in Deutschland kaufen würde. Total verrückt, ist aber so. Ja, Granatapfel, meine Freunde. Ich habe den gekauft, weil daneben stand Alfacher und ich dachte mir, den gab es leider nicht in Granatapfel, sonst hätte ich mir den geholt, weil den finde ich echt absolut geil. Und dann dachte ich mir, naja, dann probierst du es mal mit dem Granatapfel. Riecht fruchtig süß, aber weniger nach Granatapfel. Und das Schlimme ist, das ist ein Geruch, den ich von irgendwoher kenne. Und ich würde fast spontan sagen, dass ich einen Himbeertabak hatte, der so gerochen hat, so diese leicht fruchtig-künstliche Note. Erinnert mich an irgendeinen Himbeertabak, ich weiß aber nicht mehr welchen. Es riecht sehr angenehm, es ist eher so fruchtig gehalten. Normalerweise Granatapfel hat man ja Frucht und ein bisschen säuerliche Note dabei. Riecht auf jeden Fall lecker, aber nicht wirklich nach einem Granatapfel. Zumindest nicht wie Granatapfel schmeckt. Ich habe noch nie an einem Granatapfel gerochen. Setup seht ihr wie immer eingeblendet. Zwei lang die Gra-Alufolie auf dem Sapphire Funnel 3 Black Kokos und dem Agerhausschlauch. Rauchen tut er genauso gut wie der Deutsche. Ja. Geschmacklich. Es ist sehr schwer zu beschreiben. Ich finde, der Geschmack ist nicht so intensiv, wie es riecht. Ja, er ist eher milder. Er schmeckt auch ziemlich mild. Diese fruchtige Note, die man rausriecht, schmeckt man auch. Aber es trifft leicht von dem ab. Also beim Geruch hätte ich gesagt, ich kenne den Geruch irgendwoher von einem Himbeertabak. Aber er schmeckt definitiv nicht danach. Also es ist aber weder Himbeer noch Granatapfel. Es ist, ich kann es einfach nicht beschreiben, wonach es schmeckt. Selbst so leicht. Das, was man danach auf der Zunge hat, schmeckt einfach nur süßlich. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Es ist eine süßliche Kombination vielleicht, aber kein Granatapfel. Es ist auch nicht die Himbeere, die ich vermutet habe. Das Sensationelle daran ist, er schmeckt dennoch. Es ist so was Sanftes, Leichtes, ja. Lässt sich ganz leicht und angenehm rauchen. Der Geschmack ist auch nicht sehr intensiv. Also es ist so, es gibt dieses Überintensive, dieses Normale und er ist so ein bisschen unter dem Normalen, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall kein Granatapfel, ja. Also wenn ihr den in Deutschland seht und sagt, oh, ich will einen Granatapfel, glaubt nicht, dass das zwei verschiedene sind, das sind nämlich meistens dieselben. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Er schmeckt nicht nach Granatapfel, aber es ist was Süßes, was Angenehmes, was dennoch irgendwie schmeckt. Ja? Also als Granatapfel-Tabak empfehle ich ihn euch nicht. Wenn ihr sagt, boah, was Süßes, Undefinierbares geht immer, leicht zu rauchen, wieso nicht?
Aber als Granatapfel finde ich den von Alfara zum Beispiel besser. Ja, das war es dann auch schon wieder von mir.